brauchen Europa. Wir brauchen endlich Europa. Wenn die Europäer zusammenhalten und die Europäer zusammenkommen, dann haben wir es wirklich geschafft. Denn von Europa kann tatsächlich ein Frieden ausgehen. Denn das, was wir momentan haben, das macht mir große Sorge. Und die russischen Rüstungskosten betragen 13,3% der amerikanischen Rüstungskosten. Und ich glaube, der größte Teil der amerikanischen Soldaten befindet sich im Außendienst. Ja, während die Russen in erster Linie in Russland sind. Das sind einfach Fakten, einfach die ich sehe. Da geht nur um die amerikanischen Rüstungskosten, nicht um die NATO-Rüstungskosten. Das große Problem ist gemacht worden, als der Ost-West-Konflikt hätte beendet werden können, hat man den Warschauer Pakt aufgelöst, aber die NATO nicht. Und das hatte seinen guten Grund, weil das eigentliche Macht- und Kriegsinstrument ist die Dollarleitwährung. Das ist der entscheidende Punkt. Die Leitwährung des Dollars. Man wollte 1923 schon mal das britische Pfund als Leitwährung einführen. Und das hat nicht geklappt. Und dann hat man 1944 im Rahmen des Bretton Woods-Abkommens eben halt mit dem Dollar gemacht. Das hätte sogar halbwegs funktionieren können, wenn man es ehrlich und aufrichtig gemeint und auch gemacht hätte. Aber die Tatsache ist, es ist nicht ehrlich gemacht worden. Und das führte zu den Verwerfungen, worunter die gesamte Welt, inklusive der US-Amerikaner selbst, zu leiden haben. Denn die Amerikaner leiden ja selbst. Denn Obama hat genauso wenig mit dem amerikanischen Volk zu tun, aus meiner Sicht, wie Frau Merkel mit dem Deutschen. Das hat sich völlig abgekoppelt. Und hier müssen wir wieder zu uns selbst finden.